Animationsfilme. Hier habe ich James und der Riesenfisch. Gucke ich mir sehr gerne an und es ist sehr interessant, eigentlich sehr, sehr gut gemacht eigentlich. Und ich bin froh, dass ich die habe und die gucke ich mir ab und zu an, je nachdem am Wochenende. So, und ich habe hier Happy Feet. Ich versuche mal irgendwann mal Happy Feet 2 zu holen. Ansonsten, ich mag den total, der ist witzig. Und ich gucke mir die sehr gerne an. So. Ich habe hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Slayers Next. Das ist Volume 1. Das habe ich zum Geburtstag bekommen von meinem Bruder und die kam quasi mit diesem Box hier und es war nur eine Staffel drinne, von daher ich muss die quasi komplett machen. Ansonsten ja, das ist mein das allererste Anime Film, was ich so Geburtstag bekommen habe und das habe ich von meinem Bruder bekommen. Jetzt kommen wir zu drei DVDs. Das habe ich auf der Frankfurter Buchmesse gewonnen. Es gab so eine Art Drehrad. Das musst du halt drehen und dann, wenn du was gewinnst, dann gewinnst du halt irgendwas. Und ich habe dreimal ein DVD gewonnen. Und hier steht die geheimnisvollen Städte des Goldes. Also ich habe quasi Volume 2, Volume 3 und 4 gewonnen. So sehen die aus. Und ich bin zwar, der Manga ist zwar, also dieser Anime ist zwar okay, aber ist nicht so mein Ding. Aber ich meine, naja, ich habe es gewonnen, von daher kann ich auch eigentlich auch froh sein. Und die kostet ja in dem Comicläden, glaube ich, keine Ahnung, 15, 12 Euro das Stück. Aber ansonsten, ja, die gucke ich mir ab und zu an, je nachdem, wenn ich Bock drauf habe. Und, eines der Comics, also beziehungsweise DVDs, was ich mir gekauft habe, ist das hier. Gundam Wing Endless Waltz. Wie ihr sehen könnt, der Film. Und ja, es hat so einen komischen Glanz an sich. Das habe ich mir gekauft im Mediamarkt. Und ich bin total großer Fan von dieser Serie. Ich habe die Serien alle gesehen auf Englisch. Und als ich die auf DVD gesehen habe, habe ich mir das Wort geholt. Es ist zwar in Deutsch und Japanisch, aber naja. Es hat mir besser gefallen, wenn die in Englisch wäre, aber naja. Ich bin froh, dass ich die habe und die gucke ich mir immer noch sehr gerne. Es ist also einer meiner Lieblingsanimes. Und hier habe ich einen Klassiker, das kennt vielleicht nicht viele von euch, aber hier habe ich Dungeons and Dragons. Das habe ich immer gerne geguckt, am Wochenende, nach der Schule, kamen die mal vor und es ist eine meiner Lieblingsserien, was ich mit meinem Bruder zusammen geguckt habe und es ist ein Klassiker. Und ich habe hier einen Ice Age 3, die Dinosaurier sind los. Ich habe schon Ice Age 4 gesehen und die war auch witzig. Deshalb werde ich mal versuchen, Ice Age 1, 2 und 4 zu holen. Und ich habe hier einen Klassiker, was eigentlich jeder kennt. Hier habe ich Bambi. Ja, das habe ich von meinem Bruder zu Weihnachten bekommen letztes Jahr. Und ich mag den Film total sehr gerne. Gehört auf alle Fälle zu meinen Lieblingsfilmen. Und das habe ich, glaube ich, in einem meiner anderen Videos schon gezeigt. Hier habe ich die Schule der kleinen Vampire. Einer meiner Lieblings-Animes, die ich mir gucke ab und zu. Ich glaube, die läuft zwischendurch ab und zu mal bei Kika. Und glaube ich immer noch. Und ja, hier habe ich Volume 1, 2 und 3. Und ich mag den total. Der ist witzig und es ist ein Muss für, ich glaube für mich persönlich ist es ein Muss, wenn man gerne Vampire-Filme guckt und so. Und hier habe ich Coraline. Ich bin ein großer Coraline-Fan und die gucke ich mir hauptsächlich Halloween an.
Es ist sehr gut gemacht eigentlich und die Musik dazu gefällt mir einfach sehr gerne. Und ja, mir gefällt es eigentlich sehr gerne. So. Und hier habe ich Mickeys lustige Adventskalender. Die gucke ich mir hauptsächlich im Weihnachten an. So jedes Jahr im Weihnachten gucke ich mir das an. Und ich mag eigentlich sehr gerne Walt Disney und Donald und Mickey und Co. Gucke ich eigentlich sehr gerne. Und was ich natürlich auch sehr gerne gucke, ist das hier. Chip und Chap, die Hörnchen sind los. Und es ist, also ich finde die Episode, wo Donald vorkommt, sehr witzig und gehört auf alle Fälle zu meinen Lieblings-Walt Disney-Serien und Filme. Und hier kommen wir zu einem absoluten Liebling von mir, ist Tim Burton's The Nightmare Before Christmas. Ich bin ein großer Fan von diesem Film und das gucke ich mir nicht nur am Weihnachten, Halloween oder im Frühling an. Ich gucke mir das eigentlich fast den ganzen Jahr durch, weil es einfach schön gemacht ist und ich habe ja einen selbstgemachten Custom Jack Skellington Puppe gemacht. Und ja, ich bin ein absoluter großer Fan von Tim Burton. Und hier habe ich noch Tim Burton's Corpse Bride. Gehört auch zu meinen Lieblingsfilmen. Gucke ich mir auch sehr gerne an. Wer das noch nicht kennt, sollte das bitte schön anschauen, weil es ist einfach schön gemacht und auch sehr witzig. Gucke ich mir eigentlich noch sehr gerne an. Und kommen wir zu meinen letzten zwei DVDs. Hier habe ich Das wandelnde Schloss von Hayao Miyazaki. Der Film ist unheimlich schön gemacht, Melodie sehr schön, die Zeichnung sehr schön und ich finde, wer das noch nicht gesehen hat, sollte das wirklich anschauen, weil es ist wirklich sehr gut gemacht. Und das ist auch von Ghibli, also die Zeichner Ghibli und die hat auch Arrietty gezeichnet. Also ich finde diese Art von Filmen sehr, sehr schön. Gehört zu meiner Top-Lieblings-Animes beziehungsweise Anime-Filme. Und was ich hier habe, was natürlich sehr stolz bin, weil ich habe das bei eBay gekauft für 18 Euro. Das ist aus dem Ausland und das ist das hier. Studio Ghibli presents The Great Collection. Und vieles sind zum Teil auf Deutsch, Englisch und Japanisch, Kantonese und Mandarin. Und wie ihr sehen könnt, so sieht das Hintergrundbild aus. Hier gibt es Graveyard of the Fireflies. Und hier ist House Moving Castle. Das war das wandelnde Schloss. Und hier ist Kiki's Delivery Service, Laputa. Hier ist mein Nachbar Totoro, Nausicaa, The Valley of the Wind. Only Yesterday ist hier drauf. Hier ist Pompoko. Wer Pompoko nicht kennt, das ist diese, mit dieser, ich mach mal Google, damit ihr weiß, was Pompoko ist, weil die meisten von euch kennt das nicht. Pompoko, mache ich gerade hier. Ups. So, Pompoko mache ich mal, damit ihr weiß, was ich meine. Das ist Pompoko. Das lief mal für eine Zeit bei, ich glaube, bei Super RTL. Und dann gibt es auch Porco Rosso, Prinzessin Monoko. Die habe ich, als es im Kinos kam, im Kino geguckt mit einer Freundin. Ich habe auch noch Sound of the Ocean, Tales from Earthsea, Castle of Cagliostro, The Cat Return. Das auch meine Lieblinge. Whisper of the Heart, Spirited Away. Kam auch in den Kinos, habe ich mit einer Freundin angeguckt. On Your Mark. Und hier ist Ponyo on the Cliff by the Sea. Ponyo. Das ist, glaube ich, eine schöne Anime. Ponyo heißt es. Und so sieht er ungefähr aus. Ponyo.
Also ist ein toller Anime-Film. Ansonsten, ja, ich habe das hier und die gucke ich mir sehr, sehr gerne an. Ich habe das bei eBay gekauft und ist einer meiner Lieblings-Anime-Filme. Und ansonsten, ja, wenn ihr Fragen habt, einfach unten an den Kommentaren schreiben. Ansonsten liken, kommentieren, abonnieren. Tschüss!